Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Jan und mein Amateurfunkrufzeichen ist Delta Oscar 1 Juliet Papa Lima. Wenn ihr mit eurem Wohnmobil oder Camper gerne an der Nordsee unterwegs seid, dann wird euch mein nachfolgendes Angebot sicherlich interessieren. Und zwar vermiete ich direkt am Nordseeküstenradweg gelegen zwei Stellplätze für Wohnmobile oder Camper. Wie ihr hier sehen könnt, befinden sich die Stellplätze direkt am Sommerdeich auf meinem QTH. Der erste Stellplatz hat eine Länge von 6,50 m und eine Breite von 3,60 m und ist für alle Wohnmobile und Camper geeignet, die eine PKW-Zulassung haben. Er kostet pro Nacht 5 Euro, unabhängig von der Anzahl der Personen. Wenn es etwas mehr Platz sein soll, dann eignet sich Stellplatz Nummer 2. Dieser hat eine Länge von 11,50 m und eine Breite von 3,40 m und kann mit Fahrzeugen bis zu einer Höhe von 3,20 m befahren werden. Der Preis pro Nacht beträgt hier 8 Euro, auch wieder unabhängig von der Anzahl der Personen. Kostenlos steht allen Gästen eine kleine Terrasse mit Tisch und Stühlen sowie ein gratis WLAN-Zugang zur Verfügung. Gleiches gilt für eine kleine Feuerstelle. Hier seht ihr die Aussicht in Richtung Süden. An dem QTH entlang verläuft ein Fleet. Dieser stellt im Sommer zwar keine Geruchsbelästigung dar, ist aber unter Umständen eine Gefahr für Nichtschwimmer. Wer von dem QTH aus QRV sein möchte, kann dies gerne tun, entweder mit den eigenen mitgebrachten Antennen oder mit den bereits vorhandenen Antennen, beides ist möglich. In der Videobeschreibung findet ihr einmal einen Link zu meinem Profil bei qrz.com. Dort findet ihr eine Übersicht aller vorhandenen Antennen. Ebenso findet ihr in der Videobeschreibung einen Link für weitere Informationen zu den beiden Stellplätzen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr den noch nicht abonniert habt, aktiviert die Glocke und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.